Hallihallo, liebe Freunde, zu einer weiteren Aufnahme. Nein, nicht weiteren Aufnahmesession. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie in der letzten Folge. Denn der Curse of Nuxdramus ist ja erschienen, der Hearthstone Adventure. Das erste von vielen, vielen geplanten. Und wir haben den ersten Flügel durchgespielt in einer guten halben Stunde in der letzten Folge. Und jetzt geht's an den Heroic Mode. Und der muss knackig sein. Und ich bin echt mal gespannt. Gibt's da Rewards oder gibt's da Kohle? Be warned, that heroic mode is very punishing and is not for the faint of heart. Enter at your own risk. Ja. Okay, wir fangen, glaube ich, an mit Anubrikan. Den haben wir bespielt. Oh, guck mal, er hat neue Fähigkeiten. Summon a 440 Rubian. Was hat Ferina? Fire a missile for each card you open the stack. Das war, glaube ich, genau. Aber die macht wahrscheinlich 2 Schaden. Return 2 random enemy minions to opponent's hand. Puff. 4-4 Rubian. Also, mit welchem Deck spielen wir? Wir haben es im Control Warby ganz gut gerockt. 4-4 Rubian, Ich könnte es auch Control mit dem Frost Giant. Ich spiele es im. Ja. Komm, wir gehen nochmal mit dem Control Warby rein. Wir haben es auf NHC mit. Den Bury geschafft mit dem Control Bury. Dann versuchen wir es auf Heroic auch mit Anubrikan. Also, First Try, Anubrikan, Heroic. Ich lasse die beiden Keys auf jeden Fall im Deck. Den Shield Slam werde ich. Ich nehme eigentlich raus. Aber den Shield Slam behalte ich drin. 2 Mana, 4-4er ja beim schon. Und ich ziehe Raggi, das gibt's doch nicht. Was will ich mit Raggi jetzt? So früh. 45 HP. Okay. Das war eine Herausforderung. Er konnte direkt den ersten raus. Nein, ein Warlord. Okay. Einen Schaden können wir fressen, das ist okay. Ich gehe erstmal auf Rüstung, ich habe echt Schiss. Da kommt der erste. Und wir stehen in Runde 2. Beziehungsweise in Turn 3. Im 1-4er, der alle Warcries auf plus 2 begrenzt und im 4-4er entgegen. Aber dem können wir nicht Herr werden momentan. Ich ziehe erstmal eine Karte. Und dann müssen wir wohl mal kurz fressen. Ich könnte ihm doch Herr werden, aber dann ziehe ich 3 Karten gegen eine. Das mache ich nicht. Nein. Das wird uns helfen. Ihn zu killen wird uns helfen. Nur wie kriege ich den Ficker weg? Ich brauche einen Black Knight. Ich brauche in Runde 6 einen Black Knight. Da ist der Black Knight. Der hat einen Battlecry, also Runde 8. Das heißt, den muss ich erledigen. Boah, ist das schwierig. Echt? 2 und 1. Glück gehabt. Das ist eine Ansage, Heroic Mode. 45 HP, Leute. Oh Mann. Aber noch ist alles im Rahmen. Ein Brawl wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich muss halt den Kollegen jetzt loswerden, ne? Für die nächste Runde. Ich habe ihn nicht, ich habe keinen Execute. Pass mal auf. Oh, 6-3. Naja, vielleicht rennen wir mit 4-4er da rein, das würde mich freuen. Oh, Shadow Ball. Jetzt fressen wir erstmal ein bisschen was. Und der nächste 4-4er. Ich brauche einen Brawl. Es geht nicht anders. Der Brawl rettet mir jetzt den Arsch. Natürlich kein Brawl. Das bringt mir das nichts. Ich bin im Arsch. 4, 8, 9, 11, 12. Ich versuch's jetzt einfach mal. Dann ist es halt ein bisschen kostenintensiv. Scheiß drauf. Und ich bringe was raus, damit er da reinrennt. Vielleicht nimmt er ja einen Nerub mit. Da sind jetzt 2 von den Kollegen sogar.
Oh, jetzt ein Brawl wäre halt so geil. Ist ein Brawl Cam so geil. Er geht voll ins Gesicht, oder? Er geht voll ins Gesicht, ja. 6 HP in Runde 7 als Control Worry. Ich hab halt nichts, was es rumreißt. Ich brauche den Brawl, aber ich kann ihn eh nicht mehr spielen, ne? Ja, das war's doch schon. Boah. Also Heroic ist, ich habe hier noch nicht ein HP abgezogen. Von 45, wo bemerkt, ja? 45 HP. Das ist eine Ansage. Er macht mich nass. Ja, sag ich mal, well played. Okay. Wir haben die Erfahrung gemacht. Anubrikan. Nein, die Class Changes machen wir später. Da gibt es ja auch Klassenkarten an zu gewinnen, aber ich möchte jetzt am Heroic ein bisschen basteln. Also, Control Worry. Hier gibt es noch Karten, sehr schön. Was haben wir hier? Das haben wir gekriegt. Achso, jetzt. Moment. Was ist neu? Die Nax-Karten sind neu. Das Respectful Spiders. Die Eier. Die Eier brauche ich in dem Hero Deck. Battle Quest haben wir nicht. Und Maxna kommt auch geil. Kann alleine zwei. Ich hab's. Ich baue mir ein Druidendeck. Wer geht denn da mal flöten? Der Control Hunter, der geht mal weg. Ja. So, wir machen das Ganze mit den Druiden. So, Nax Hero. Und zwar brauche ich als erstes einmal Maxna. Zack. Dann. Die Inner Welt sind klar. Mark of the Wild, definitiv. Destroy a Minion, you open and draw two cards. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die beiden Swipes. Und ein bisschen Heal. Dann können wir einen schon mal rausnehmen. Ich nehme erstmal einen davon rein. Nourish auf jeden Fall einmal. Silence, ja. Two damage to all minions, ja. Wir brauchen Control, zweimal Swipe. So, natürlich brauchen wir auch Schlagkraft, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Die sind, denke ich mal, klar. Dicke Taunts. Noch dickere Taunts. Damit haben wir auch gleichzeitig ein bisschen Schlagkraft. So. Also, ich möchte auf jeden Fall Raggi drin haben. Vier Damage. Vier Damage ist Flamestrike, ne? Aber Raggi muss halt gehen. Wir brauchen auch was Early Game. Was sagt die Mana-Kurve? Nicht so prickelnd, ne? 2er, 3er Minions. Was haben wir? Ich hab's. Pass mal auf. Ein Doomsayer. Und ein 2er Doomsayer. Damit kriegen wir schon mal zweimal das Board Layer. Bisschen Cardraw nehmen wir auch nochmal mit. Kann man Silence mitnehmen? Nee. Black Knight auf jeden Fall. Black Knight. What? Achso. Black Knight auf jeden Fall. Taunts. Pyromancer bringt mir nichts. Ein Alarmobot bringt mir in dem Fall auch nichts. Die haben halt auch. Na gut, das ist ein Choose, das ist kein Battlecry. Ich brauche mindestens mit 7 Health. Whenever Minion Dice Game plus 1 Attack. Damit kann man, glaube ich, auch ganz gut arbeiten mit den Spinnen. Ich nehme mal zwei davon rein. Cobra bringt mir nichts. Ich brauche was mit mindestens 5 Leben. Was hat mindestens 5 Leben? Taunts. Mogeshan Wands.
Ihr lacht mich wahrscheinlich gerade total aus. Was auch ganz viel bringt, wahrscheinlich, sind Argent Commanders. Und die nehme ich jetzt auch mit rein. Mit dem Divine Shield. Definitiv. So, ich teste es einfach mal an. Wie, hat der Name nicht übernommen? Also, Nax Heroic. Und dann versuchen wir uns nochmal an Anno Brekan. Also, Heroic. Zack. Anub Heroic. Das ist jetzt einfach mal so zusammengestellt. Ich denke mal, wir werden ein paar Matches brauchen, um das richtige Deck zu entwickeln. Aber ich glaube, mit dem Druiden sind wir gar nicht so verkehrt. Wir kriegen ein bisschen Rüstung. Wir können dicke, dicke Taunts herbeiführen. Mage Web schon auch geil, ne? Flame Strike. Lauter Control-Zauber. Ich glaube, also wenn das jetzt nicht funktioniert. Aber 45 AP sind auch schon eine Latte, ne? Und Mage hat, glaube ich, nicht so viel Schlagkraft, dass er 45 AP relativ zügig hinkriegt. Ich werde das mal so belassen. Ich habe einen Inner Wert auf jeden Fall dabei. Das heißt, in Runde 3 kann ich auf jeden Fall schon mal einen wegnehmen, was mir nichts bringt, weil es ist halt in Runde 2 schon da. Aber er konnte jetzt echt einen 4-4er raus. Fuck you. Echt. Okay. Er konnte einen 4-4er raus. Ich gehe ihm auf die Fresse. Ich brauche irgendwas, was 45 Schaden machen kann in so wenig Runden. 2-4-4er mittlerweile. Nächste Runde kommt der dritte 4-4er. Soll ich es mit dem Doomsday versuchen? Nee, der ist sofort tot. Ich call jetzt erstmal den Taunt raus. Dann werde ich schon mal 2-4-4er los. Der Death Rattle Effekt ist natürlich sehr geil, ja. Zwei Achter Zorn, wie soll ich denn da durchkommen, ey? Wenn ich ein bisschen Luck hab. Oh. Maxner. Das gibt's nicht. Wie viel Luck kann ich haben? Wie viel Luck kann ich haben? Leute, zieht euch das rein. Maxner. Das ist abgefuckt. Abgefuckt. So. Das ist unsere Siegeschance. Krass, Maxner. Ich glaub's nicht. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch ein plus 2, plus 2. Der nächste Death-Battle-Gedöns. Battle-Cry Coast. Ist mir scheißegal. Der Taunt geht's erstmal hopst. Und ich kann sie ja sogar noch hochheilen, das ist ja das Kranke. Charge Minions hat er nicht. Deswegen ziehe ich jetzt erstmal 3 Karten. Oh, im Innerwelt könnte ich noch eine ziehen. Warte mal, aber erstmal hier. Funktioniert auf jeden Fall der Effekt. Und mein Ghoul wächst und wächst und ich bekomme noch ein Minion. 5-5er. Nett. Kann man mal machen. Ich möchte aber gerne noch eine Karte ziehen. Zack. Sieht nicht schlecht aus. 5 HP habe ich ihm schon abgezogen von 45. Okay, 2 Damage. Das war, da ist unser Kärtchen. Oh, da ist er plus 2 plus 2 auf Maxner. Der geht definitiv auf Maxner. Maxner ist die goldene Karte hier. Und unsere Ghule wachsen und wachsen, ist das Schöne. 2 Schaden auf alle verkrafte ich. Sein Spiderchen verreckt. Hätte ich vielleicht besser mit dem 5-5er machen sollen. So, meine Ghule wachsen. Das war natürlich auch totales Luck jetzt, ne? Also, dass gerade Maxner gezogen wird, ist ja Wahnsinn. Just a little taste. So viel dazu. Den gibt's ja auch noch, ich vergaß. Aber wir stehen trotzdem gut da. Also, 8 Mana.
Pass mal auf, ich gehe mal full Risk. Ich gehe full Risk. 4 Damage, it's okay. Kommt da noch was nach? Ah, 2 Shadow Balls, fuck. Ah gut, die sind schon mal weg. 4-4 Nerubian. Okay, ich habe ja noch die fetten Taunts. 2 Stück sogar fahren. Kann jede Runde einspielen jetzt. Werde ich auch, denke ich mal, tun. Da rennt halt rein mit seinen Nerubian. Spielt ein Shade, okay. Abonimation. Gehe ich da mit dem Bite rein? Oder gehe ich da mit dem Commander rein? Erst ein Bite, dann den Commander. Der ist sowieso. Ne, warte mal. Das sieht gut aus. Zack, weil der Shade geht nämlich auch hops. 28, 27 zu 24. Ich bin auf einem echt guten Weg, Freunde. Freunde der Sonne. Das Deck, das wirkt. Das wirkt echt gegen ihn. Ja, komm, hops. Kostet das Ding 7 Mana? Tatsache. Und der nächste 4-4er. Können wegswipen? Nein, ich will kein Swipen. Ich schütze mich mit Taunts. Es könnte nächste Runde geschehen sein. Es könnte nächste Runde geschehen sein. Es ist nächste Runde geschehen, Leute. Ich sag mal einfach so frei raus. World First Unreckon Heroic. 2.38 Uhr. He did it. He did it. Bitch. Bam. Wie geil ist das denn? Gibt's da jetzt irgendwie was Besonderes für? Oder nur fürs ganze Viertel? Anscheinend nur fürs ganze Viertel. Ja, Freunde. Unreckon Heroic is down. He is down. And, wow, ich spreche Englisch. Rain of Fire macht wahrscheinlich 2 Schaden. Rain of Fire war jetzt nicht so wild, weil ich ja mit dem Warlock gespielt habe. Und ich werde es auch nochmal mit dem Warlock spielen. Mit dem Zulok. And for my English watches, I will play Zulok versus Grand Widow Fallina, because this works great in Non-Heroic. So, haha, als hätte ich englische Zuschauer. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge erst, ja. Ich werde ordentlich was hochladen, auf jeden Fall die Tage, dass ihr das alles seht. Es wird kein World First gewesen sein, ich denke mal so Leute wie Crypt und so weiter, Cryptarian, Trump und so, werden das alles schon vorher mal gereilt haben, aber Second Try, ne? Und das Deck war okay. Also, bis dann, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht's an die Heroic Version von Grand Widow Fallina. Ich mach's gut, ihr macht's besser, euer Hardy.